Ja, hallo, herzlich willkommen zum dritten Tutorial für die Tarkov-Welt. Heute geht's darum, wie wir anderen richtig wehtun können, mithilfe diverser Munitionsarten. Wie sie funktioniert, welche Faktoren man berücksichtigen sollte und wie das alles in Zusammenhang mit Schutzkleidung steht, das ist jetzt das Thema. Und wie immer, die Navi-Hilfe ist in der Beschreibung, gleich neben den Quellen. Beginnen wir dabei ganz von vorne in Sachen Munition. Moderne Patronen bestehen aus ihrer Hülse, dem Geschoss darin und noch etwas Treibladung und dem Zündhütchen. Und heute gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kaliber und Hülsenlängen. Grundsätzlich gilt dabei, dass je größer das Kaliber und je länger die Patrone, desto durchschlagskräftiger ist das Ganze. Soll heißen, desto weiter fliegt sie, desto eher kann sie Hindernisse durchschlagen, aber auch desto größer der Rückstoß, das Gewicht und der Komponentenverschleiß. Aber diese Faustregel hat schon jetzt eine Menge Einschränkungen. Beispielsweise Pistolenpatronen vom Kaliber 9mm sind wesentlich schwächer als das Kaliber 5,56 mm, weil sie nämlich eben auf ganz andere Anforderungen hin konstruiert worden sind, nämlich Rückstoß, Lagerung im Magazin, Kosten und so weiter. Weiterhin gibt es noch Unterschiede dabei, ob die Munition darauf ausgelegt ist, bestimmte Körperpanzerungen zu durchdringen, wie zum Beispiel die 4,6 mm von Heckler & Koch, ob sie für extreme Reichweiten gemacht wurden oder darauf auf kurze Distanz möglichst große Wundschäden zu erzeugen. Kurz gesagt, Munition ist eben unterschiedlich und zwar so sehr, dass man häufig gar nicht sagen kann, ob das und das jetzt besser ist als das. Aber wir können sagen, dass bestimmte Anforderungen eben von bestimmter Munition besonders gut erfüllt werden kann. Und hier setzt jetzt auch Tarkov an, denn bislang gibt es kein Spiel, was die verschiedenen Facetten dieses interessanten und tollen Themas so gut simuliert und umsetzt. Aber dazu gleich mehr. Auf der anderen Seite, moderne Körperpanzerung hat nicht mehr viel gemein mit den Metallrüstungen unserer Vorfahren, sondern sie bestehen aus Hightech-Komponenten, die sowohl leicht als auch zuverlässig sind. Heutzutage setzt man da auf Aramidfasern wie Kevlar oder Tvaron oder Kunststoffe wie etwa Dyneema, was die Weichballistik angeht. Und für noch mehr Schutz gibt es dann auch Platten aus Metall oder Keramik, die dann größere Flächen wie den Torso abdecken sollen. Um verschiedene Westen miteinander vergleichen zu können, gibt es verschiedene Schutzklassen, die dann für bestimmte Körperbereiche gelten, je nachdem, was die Weste so abdeckt. Und auch hier gilt, wie bei der Munition, eine beste Weste gibt es einfach nicht. Denn was noch für den Fronteinsatz in Afghanistan geeignet ist, ist für die Polizei hierzulande einfach zu schwer, zu teuer oder zu unbequem. Auch das geht Tarkov ziemlich gut an, aber es gibt ja schon so die ersten Einschränkungen. Denn wie alle anderen Shooter arbeitet das Spiel mit einem Hitbox-System. Das heißt, eine Spielfigur wird zerlegt in einfache geometrische Formen. Und das ist jetzt schon wichtig zu wissen, weil es nämlich gar keine Rolle spielt, wie eine Weste oder ein Helm hier aussieht, sondern nur, welche Bereiche damit tatsächlich geschützt werden. Und das ist dann hier beispielsweise bei der 6B43 so, dass die gesamten Arme abgedeckt werden, auch wenn laut dem Model natürlich hier zu sehen ist, dass nur die Oberarme bedeckt sind. Aber nein, es sind tatsächlich die ganzen Arme bis zu den Händen runter. Der Kopf ist allerdings ziemlich detailliert gemacht worden. Wir haben hier grob gesagt einen oberen Bereich, den alle Helme abdecken und dann noch Ohren, Nacken, Augen, insgesamt 5 Bereiche und vielleicht ist jetzt gut zu wissen, die Hitbox ist so ein bisschen größer als das tatsächliche Modell, was in der Spielerschaft allerdings nicht allzu gut aufgenommen wurde. Die eigentliche Spielmechanik ist jetzt hier ziemlich simpel oder können wir uns simpel runterbrechen. Eine Waffe ist jetzt erstmal nur eine Waffe und hat keinen eigenen Schadenswert. Das heißt, ob man diese Kugel jetzt hier aus einer hochgerüsteten M4 oder dem Standardmodell abfeuert, das macht beim Opfer keinen wirklichen Unterschied. Dringt die Kugel dann ein, wird dem Körperteil ein bestimmter Wert abgezogen und das war's. Dieser Wert ist dabei immer gleich, mehr oder weniger. Es gibt noch die Wahrscheinlichkeit, dass das Geschoss in 2 oder mehr Einzelteile zersplittert und dadurch 50% mehr Schaden anrichtet. Allerdings ist dieser Bereich hier im Moment in der Version 0.11 im Moment etwas verbuggt und die Fragmentationswahrscheinlichkeit liegt manchmal wesentlich niedriger, als es die Wertetabelle angeben. Außerdem haben wir noch Einflussfaktoren wie die Masse der Kugeln oder die Geschossgeschwindigkeit, die Entfernung. Aber das ist jetzt bei diesem ganzen Thema hier jetzt nicht so wirklich wichtig und lassen wir auch außen vor.
Für uns heißt es jetzt aber bis hierhin erstmal, dass wir anhand der Tabelle von No Food After Midnight ganz gut vergleichen können, wie tödlich bestimmte Munitionsarten jetzt sind. Und da sieht man schon, dass das Kaliber 7.62x51 ungefähr 30% mehr Schaden anrichtet als sein kleiner Bruder 5.56. Und wir sehen auch, dass innerhalb eines Kalibers ziemliche Unterschiede da sind. Also hier etwa bei der Pistolenmunition für die Makarov geht es von 39 bis hoch zu 70 Schadenspunkten, was schon einiges ausmacht. Eine kleine Besonderheit an dieser Stelle ist die für Tarkov wichtige Schrotflintenmunition, die man besonders im Early Game und bei den NPCs immer wieder trifft. Hier berechnet das Spiel jeweils 8 einzelne Schrotladungen, mit der man dann auf extreme Schadenswerte bei ungepanzerten Zielen kommen kann. Und das ist jetzt auch das Stichwort, denn im Zusammenhang mit Körperpanzerung oder Body Armor wird das Spiel nun interessant, denn andere Titel reduzieren einfach prozentual den Schaden, den man erleidet, und Tarkov, braucht dafür eben ein kleines Tutorial, damit man das halbwegs durchblickt. Wird man getroffen, dann schaut das Spiel als allererstes, ob dieser Bereich überhaupt geschützt ist. Gehen wir mal davon aus, dass wir hier den gepanzerten Torso treffen, also ja. Dann wird entschieden, ob die Kugel die Panzerung durchschlägt und direkt Gewebeschäden verursacht oder nicht. Und das wiederum ist jetzt von 4 Faktoren abhängig, mindestens. Die Schutzklasse der Weste, ihr Zustand, die Munition und zu guter Letzt gibt es noch äußere Faktoren, also zum Beispiel Entfernung zum Ziel. Letzteres ist für uns jetzt erstmal weniger interessant, als dass es grundsätzlich in Tarkov fast alles auf nahe Distanzen abspielt und auch der Einschlagswinkel in unserem Fall nicht mit simuliert wird. Wir nehmen jetzt hier mal eine Packerweste, eine Sig Sauer P226 mit geladener 9x19 PST GZH-Munition. Und laut der Berechnungstabelle hatte der Schuss jetzt etwa eine 66%ige Chance, die Weste zu durchschlagen. Und als Ergebnis dessen wurde nicht nur die Weste beschädigt, sondern auch unser tapferer Statist darunter. In so einem Fall macht das Geschoss deutlich weniger Schaden, und zwar hängt das auch wiederum davon ab, welche Schutzklasse wir tragen, in welchem Zustand die Weste ist und wie hoch der Penetrationswert der Munition ist. Trifft ein Geschoss in Tarkov jetzt auf einen geschützten Bereich, wird die Panzerung entweder penetriert oder, wie in diesem Fall, wird das Geschoss aufgehalten und es entsteht dennoch Schaden. Einerseits haben wir dann nämlich den sogenannten Blunt Damage oder anders gesagt den Aufprallschaden an uns. Ja, so eine Kugel hat schon mächtig viel Wumms und viel kinetische Energie und die Weste wölbt sich eben nach innen, also das ist auch schon sehr schmerzhaft. Und das beschädigt die Weste nicht nur, sondern eben auch das Fleisch darunter. Leider gibt es jetzt zum Aufprallschaden nicht so viele Infos. Alles, was ich da rausziehen konnte, waren die Daten von Midnight, die er vor einiger Zeit hier bei Reddit untergebracht hat. Und dort schätzt er das Ganze als vernachlässigbar ein. Was allerdings nicht für die 3M und die Packerweste gilt, also die Anfängerwesten. Denn hier sind es noch stolze 35 bzw. 30% Restschaden, die uns erreichen. Selbst wenn die Weste funktioniert. Bei den höherwertigen Körperpanzerungen wird es schon besser. Allgemein bewegen wir uns ungefähr um 10% herum. Das kann man sich so als Faustregel merken. Das nächste Thema ist die Weste selbst und der Schaden daran. Aber da möchte ich vorab schon sagen, wir haben stundenlang getestet, geforscht, aufeinander geschossen und ausgerechnet mit Daten verglichen. Und zum aktuellen Zeitpunkt muss ich sagen, es ist nicht immer 100%ig nachvollziehbar, was das Spiel tatsächlich berechnet hat. Und ich würde einfach sagen, da ist ein gutes Stück Zufallsgeschichte noch mit dabei. Entweder ist das gewollt oder ist es nicht gewollt, aber in jedem Fall sind die Werte, die man jetzt im Netz so findet, nicht immer richtig. Was aber auch noch verwirrend sein kann, ist, dass der angezeigte Wert der Körperwesten hier nur bedingt aussagekräftig ist. Denn erstmal ist es sehr elementar, was die Weste alles schützt. Nicht nur den Thorax, sondern eben auch die Magengegend oder die Arme. Das kann schon eine Menge ausmachen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, das Material. Körperwesten, Helme und Co. bestehen ja nämlich jetzt aus Aramid, Keramik, Stahl, Titan und so weiter. Und das hat eben auch deutliche Auswirkungen auf die Reparierbarkeit und die Kosten im Spiel. Wer jetzt an dieser Stelle schon abwinkt und sagt, ist alles egal, nur die Feuertaufe spielt eine Rolle, nur der Kampf ist wichtig. Ja, da kann ich nur sagen, Materialien wie Glas oder Keramik, also was man jetzt hier auf Helmen findet oder auf den Visieren darauf, lassen sich wesentlich schlechter reparieren als Polymere oder Aramidfasern.
Und die Entwickler haben das auch ganz gut, sagen wir mal, aus der Realität so rübergezogen. Und die andere Sache ist, dass wir jetzt die effektive Haltbarkeit durch diese Materialien erhalten und somit zumindest innerhalb einer Schutzklasse die Westen etwas besser miteinander vergleichen können. Und da sieht man eben, dass zum Beispiel die Trooper-Weste hier wesentlich mehr aushält und leichter zu warten ist als die Kollegen. Aber man diesen Vorteil eben damit erkauft, dass sie auch die Bauchregion nicht abdeckt. Das nächste Thema hier sind jetzt die Abpraller. Das heißt, wenn die Kugel zwar einen gepanzerten Bereich trifft, aber davon abprallt. Dieses Feature gibt es jetzt nur bei Helmen und nicht bei Körperwesten. Und entgegen hartnäckiger Gerüchte spielt hier der Winkel tatsächlich eine Rolle. Unter anderem, denn auch bei dieser Geschichte kommt es vor allem darauf an, was für Munition wir einsetzen. Und dabei gilt, je härter das Geschoss, also je wirkungsvoller gegen Panzerung, desto eher kann es vom Helm auch abprallen, was Sinn macht. Aber vor allem spielt das Kaliber eine Rolle, denn 9mm oder Schrotmunition ist wesentlich seltener davon betroffen als Kaliber 5,45 oder 5,56. Prallt die Kugel dabei erfolgreich ab, gilt das übrigens so, als wenn sie den Helm nicht durchschlagen konnte und in der Regel verliert er dadurch etwa einen Haltbarkeitspunkt und der Kopf ein paar HP, aber das war's auch schon. Man hatte eben Glück. Auch beim Thema der Kombination von Körperpanzerung und gepanzerter Weste gibt es ein paar falsche Annahmen. Falsch ist etwa, dass diese Kombination fast nichts mehr durchlässt und das Nonplusultra in Tarkov darstellt. Gerade unter dem Gesichtspunkt der Beweglichkeit ist das doch eher fragwürdig. Aber normalerweise wird der Penetrationswert der Kugel durch die Weste im Schnitt so um 10-20% reduziert. Aber alles in allem macht das jetzt hier keinen großen Unterschied. Und es könnte eine sinnvolle Strategie sein, dass man, sagen wir mal, beides übereinander trägt, um gegen weiche Schrot- und Pistolenmunition gewappnet zu sein und dadurch dann die teurere, viel teurere Körperpanzerung darunter schont. Aber hört sich auch nicht nach einer so tollen Strategie an. Also sinnvoll erscheint es mir das schon, dass man diese Westen für budgetorientierte Ausflüge mitnimmt, wo man noch Platz für gelootete Körperwesten lassen will. Aber noch etwas Schutz eben braucht vor den Scav-Angriffen, die eben, wie gesagt, mit relativ weicher Munition angreifen. So weit, so gut. Das war jetzt die Theorie. Kommen wir jetzt zum Fazit und damit tatsächlich zum Kern des ganzen Trolls. Also das Schadens- und Schutzsystem von Tarkov ist für einen First-Person-Shooter schon mal rekordverdächtig umfangreich. Auch wenn wir nicht über alles so gut Bescheid wissen, vielleicht wollen wir das auch gar nicht. Aber gekoppelt jetzt mit diesem Wirtschaftssystem im Huckepack steht nicht nur die Frage nach der richtigen Munition und Schutzausrüstung im Raum, sondern auch danach, was überhaupt bezahlbar oder sinnvoll ist. Denn besser ist hier eben nicht immer besser, sondern manchmal einfach zu viel. So wie ein Kollege vor kurzem erkennen musste, der mit 200.000 Rubel an Munition im Gepäck wenige Minuten nach dem Start gestorben ist, ohne zu wissen, wo der Übeltäter überhaupt war. Ja, sorry. Unsere erste und wichtigste Erkenntnis aus dem Munitionskonzept von Tarkov lautet jetzt, es gibt für jeden Job die richtige Waffe und die richtige Munition, man muss sie nur kennen. Und hier ist natürlich das Problem, denn bei all den Varianten verliert man schnell den Überblick. Und deswegen Tipp Nummer 1, einfach leben. Einige Spieler vereinfachen sich das Ganze, indem sie sich auf bestimmte Waffengruppen fokussieren, zum Beispiel russische Waffen im Kaliber 7,62 oder NATO-Waffen im Kaliber 5,56 und alles andere wird dann einfach grundsätzlich verkauft, weggeschmissen, verschenkt und es wird Platz gemacht für das Wesentliche im Leben. Der Vorteil ist jetzt hier für uns, dass wir uns auf Munition, die wir kennen, fokussieren können und damit effektiver werden. Zweitens, Geld, Geld, Geld. Tarkov ist und bleibt ja ein wirtschaftlicher Shooter und wer das missachtet, muss mehr Zeit darin investieren, um die Verluste oder schlechtes Inventarmanagement auszugleichen. Die Munition und Panzerung sind dabei ein gewisses Kriterium und auch hier gilt jetzt natürlich die Faustregel, je besser die Munition, desto teurer ist sie auch. Wer also nur Scavenger jagen will, der hat im Hinterkopf, dass er hier höchstens auf Panzerung der Stufe 2 stoßen wird, wenn überhaupt. Da könnte es sich schon lohnen, ein reines Magazin aus günstiger Munition zu basteln und wenn man auf menschliche Gegenspieler trifft, die besser geschützt sind, ja, wählt man einfach per Reload die hochwertigere Munition, die zwar dann das Vierfache kostet, aber eben auch Panzerung durchschlagen kann. Oder man entscheidet sich für einen Mittelweg und wählt einfach die PS-Munition
oder PP in dem Bewusstsein, dass das eigene Ableben in Kauf genommen wird und entsprechend rüstet man sich dann auch aus. Und das gilt jetzt natürlich auch für die Schutzkleidung. Also wer sich auf den Karten auskennt und abseits der umkämpften Hotspots auf Scavenger-Jagd gehen will, für den reicht unter Umständen auch die günstige Kirasa-Weste, die einem im Notfall eben doch das Leben retten kann und deren Reparatur bezahlbar bleibt. Drittens, Munition kann man mixen und das mag langweilig und stupide sein, aber es kann schon enorme Vorteile bringen, wenn man es richtig anstellt. Ob es jetzt wirklich Sinn macht, panzerbrechende Munition mit Hohlspitz zu kombinieren, sei mal dahingestellt. Also da scheiden sich die Geister. Ich persönlich bevorzuge es eher für ernsthaftere Einsätze, dass zum Beispiel 30er Magazine mit 5 Schuss Leuchtspurmunition gefüttert werden. Und sobald man die dann sieht, weiß man, aha, das Magazin ist jetzt zu Ende, jetzt schleunigst das nächste rein. Schrotflinten sind höllisch gute Waffen, solange wir nur gegen nacktes Fleisch, 3M oder Packerrüstung antreten. Denn wie wir jetzt wissen, haben die beiden Westen einen heftigen Abzug von etwa 30%. Und das heißt, wenn wir 200 Schadenspunkte durch die Munition austeilen, dann ist unser Opfer damit schon halb tot. Nochmal den gleichen Bereich treffen und das war's dann. Aber häufig genug reicht eben auch ein Schuss gegen ungepanzerte Gegner. Und angesichts der niedrigen Kosten einer MR-133 oder 153 sind sie eine sehr gute Alternative zur Pistole, wenn man finanziell mit niedrigem Risiko spielen möchte. Tipp Nummer 5. Da panzerbrechende Munition wirklich ins Geld gehen kann, sind einige auf die Idee gekommen, nicht auf den Oberkörper, sondern die Beine zu zielen. 65 Lebenspunkte hat so eine Stelze und da reicht schon ein einzelner Treffer mit einem Hohlspitzgeschoss, damit sich das Ganze hier in Wohlgefallen auflöst. Und dann wird mit jedem weiteren Treffer der Schaden gleichmäßig auf den gesamten Körper verteilt. Hier haben wir etwa ein Beispiel getestet mit 9x18 PMM Munition und rechnerisch bräuchten wir somit etwa 10 Treffer, bis Torso oder Kopf nachgeben würden. Schaut man sich einmal die aktuellen Kosten an für Kaliber 5,45, wo BT-Geschosse fast das Vierfache von HP-Geschossen kosten, dann würde ich schon sagen, dass die verschmähten Hohlspitzer da einen Daseinszweck bekommen könnten, auch wenn man dadurch das gleiche Bein 7-mal treffen müsste. Sechstens, der richtige Körperpanzer. Ist schwer zu bestimmen, zumal wir ja jetzt wissen, dass es vor allem auf die eingesetzte Munition ankommt. Gegen Pistolenmunition braucht man nämlich nicht Klasse 5, denn dort reicht schon Klasse 3. Und da die Westen mit zunehmender Schutzklasse eben auch die Bewegungsfreiheit spürbar einschränken, ist man ständig gezwungen, hier abzuwägen. Und natürlich gibt es sowas wie persönliche Vorlieben oder unterschiedliche Spielstile. Also wer aggressiv nach vorne stürmen möchte, der braucht was Leichteres. Und wer sich vorgenommen hat, eine bestimmte Stellung zu halten und dort was einstecken zu können, der braucht eben Schutzklasse 6. Und da jetzt hier beispielsweise die Klasse 5 mehr als 5-mal so viel kosten kann wie eine gute Klasse 3 Weste, sollte das ganze Thema im Hinterkopf behalten. Denn man darf auch nicht vergessen, dass so ein Magentreffer den 1,5-fachen Schadenswert auf die restlichen Körperteile überträgt. Oder man darf auch nicht vergessen oder sollte es im Hinterkopf behalten, dass Westen mit einem Armschutz einiges wert sind. Denn die Arme sind ja häufig dem Gegner zugewandt oder decken große Teile des Torsos ab. Und wenn sie durchschlagen sind, dann haben sie auch nur 0,7-fachen Schaden auf den restlichen Körper. Die Kaliber 7,62x51 bzw. 54 sind echte Brecher, wenn man sie so anschaut. Laut den Daten brechen sie durch fast alle Westen mehr oder weniger problemlos durch und haben dazu noch massive Schadenswerte. Also die M80 Munition beispielsweise mit stolzen 80 Schadenspunkten kostet auf dem Markt ungefähr 240 Rubel das Stück. Das ist so ein richtiges Schnäppchen. Früher waren die Waffen dafür auch noch teurer, aber jetzt hier zum Beispiel mit der Vepr Hunter für unter 30.000 Rubel hat man ein richtig gutes Werkzeug für alle Spieler, bei denen jeder Schuss sitzt oder die aus dem Hinterhalt agieren wollen. Auf der anderen Seite halte ich wiederum die AS-Wahl oder andere Spezialwaffen für wirtschaftlich fragwürdig, denn wenn gute Munition schon zwischen 800 und 1200 Rubel pro Schuss kostet, dann muss man sich seiner Sache schon sehr sicher sein, wenn man hier auf Nahkampf und Vollautomatik gehen will. Und zu guter Letzt jetzt Tipp 8, der Helm.
Das ist immer so eine ziemliche Glaubensfrage. Obwohl Headshots in Tarkov eine große Rolle spielen, ist ein Hochleistungshirnschützer nicht unbedingt immer sein Geld wert. Denn das komplizierte Hitpoint-System mit den 5 Trefferzonen hat schon so manchen Spieler den Tag verdorben und ihn auch daran zweifeln lassen, ob jetzt diese 100.000 Rubel die Investition in einen Klasse 5 Helm wert waren. Mein Tipp ist, bis Klasse 4 zu gehen, denn gute und teure Munition kommt selbst durch den besten Helm noch spielend leicht durch. Und ich persönlich mag die Visiere, die einem die Sicht verzerren, oder die Helme, die die Geräusche dämpfen, überhaupt nicht, und setze lieber darauf, dass ich den Gegner schneller erkennen und bekämpfen kann. Aber wie gesagt, Helme sind Glaubensfrage. Aber nur so viel, die Navy Seals tragen in den Filmen auch nie welche. Meistens. So, damit haben wir ein paar Sachen zum Thema Munition und Panzerung hier abgeklärt und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie immer gilt euch mein Dank für die Hilfe und Unterstützung und damit wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Macht's gut, bis dann, ciao.